Welcome back to Porsche Top 5. In 2018, we will celebrate 70 years of Porsche sports cars. And today, we are honored to present Dr. Wolfgang Porsche. Herzlich willkommen zu Top 5. Wir sind hier bei mir zu Hause in Zell am See und ich zeige Ihnen gerne meine Fahrzeuge. Der 911 ist der Nachfolger des 356ers gewesen. Und alle Gusseisernen, die den 356er gefahren haben, haben gesagt, furchtbar, was gibt es jetzt für ein neues Auto? Das kann nicht sein. Ich glaube, dass man Erfolg auch nicht planen kann. Aber der 911er hat sich halt in 50 Jahren bewährt und ist immer weiterentwickelt worden. Die gusseisernen Stimmen wurden leiser und es gibt viele, die statt dem 356er eben einen 911er fahren. Mein Bruder Ferdinand Alexander hat das Design gemacht und hat sich immer dafür eingesetzt, dass es ein puristisches Design ist. Er war immer der, der gesagt hat, es sollte nicht viel Schnörkel in die Autos. Das Familiengrün ist die Lieblingsfarbe meines Vaters gewesen. Er hatte fast alle Autos in Grün. Der 993 Turbo S ist einer der letzten luftgekühlten Motoren. Und deswegen hat er auch einen guten Sound und ist sowieso ein unheimlich tolles Auto. Ich fahre ja sehr gerne hier in der Nähe den Großglockner. Und da brauche ich keine Autobahn, sondern die Kurven, die Straßenlage. Das Auto ist einfach toll. Das ist jetzt eben der Carrera GT mit den Schalensitzen. Das ist halt ein richtiges Rennsportauto. Genügend Leistung, schönes Interieur, einfach ein tolles Auto. Wenn das Wort Carrera dabei ist, dann ist es was besonders Sportliches und besonders Schnelles. Und das ist dieser Carrera GT mit 612 PS. Dieser Motor wurde für den Rennsport gemacht. Ja, Ohrenschmaus. Ich finde sowohl das Heck als auch die Front gut. Die Front hat wieder diese Wölbung, damit man den Rand sieht von den Lampen. Und ansonsten ist es ein schöner Sportwagen. Der Schaltknopf beim Carrera GT ist aus Holz. Ich finde ihn ganz schön. Zeitig in der Früh wurde dieses Fahrzeug in Paris auf der Champs-Élysées vorgeführt. In diesem Fahrzeug ist der Walter Röhrl gefahren. Er war auch ganz begeistert. Jetzt habe ich mir ein ganz besonderes, vor allem ein relativ neues Fahrzeug ausgesucht, nämlich den Panamera Hybrid Plug-in mit 550 Verbrennungs-PS und ungefähr 130 elektrische. Die Farbe Kreide ist vielleicht etwas gewagt, vor allem das Interieur, das auch sehr hell ist. Dieses Fahrzeug sieht ja fast so aus wie das Steingrau von dem American Roadster. Es ist von vorne wieder eine Porsche-ähnliche Form mit den Lampen etwas erhöht. Der Zündschlüssel links, wie bei allen Elfern auch. Also es sind ein paar Dinge, die einfach Porsche ausmachen. Mein Vater hätte sicher dieses Fahrzeug gemocht, weil er immer gesagt hat, das neueste Fahrzeug ist immer das Beste. Das war immer mein Thema, wenn ich ein altes Auto gesammelt habe, dann war seine Aussage, wieso fährst du so ein altes Auto? Das Neuere ist immer das Bessere. Für mich war das eigentlich eine Fortführung der Porsche-Geschichte. Ich meine, dass vor über 100 Jahren mein Großvater den ersten Hybrid, diesen Lohner-Radnabenmotor gemacht hat.
Der hat auch einen Verbrennungsmotor gehabt und die elektrische Ladung in den Radnaben. Also das ist eigentlich eine Fortführung des alten Themas. Am liebsten sitze ich am Lenkrad, weil ich weiß, dass ich ein schlechter Beifahrer bin. Dieses Fahrzeug ist ein American Roadster, Baujahr 52 und wurde nur für den US-Markt konzipiert. Mit einem kleinen Hilfsdach, falls es mal regnet, aber nachdem es in Kalifornien wenig regnet, ist man eigentlich immer ohne gefahren. Und die Tür ist deswegen so niedergezogen, damit man so auch fahren kann. Den Arm draußen, das war damals halt einfach schick. So ist man gefahren. Und ja, toll. Dieses Fahrzeug besitzt die Farbe Steingrau, hat 70 PS und ist ein Vierzylinder-Motor. Ist ein richtiger Sportwagen aus den 50er Jahren. Ein Leichtbaukarosse, also Aluminium. Das Auto wiegt 600 Kilo im Vergleich zu heutigen Autos ein Leichtgewicht. In dem Wagen steckt ein richtiger Sportwagen. Das Carrera heißt, dass es ein sehr sportliches Fahrzeug ist aus dieser Modellreihe. Hat 130 PS und ist in meinen Augen ein Wolf im Schafspelz, weil man ihm es nicht ansieht. Das Einzige, woran man ihn erkennt, ist an dem tief sitzenden Auspuff und diesem Endstück. Und deswegen heißt dieses Fahrzeug auch die schwangere Katze. Dieses Fahrzeug hat ein tolles Geräusch. Also der Auspuff ist einfach gut. Und die Leistung ist gut. Das Lenkrad, ein Nadi-Lenkrad, Holzlenkrad, viel dünner als die heutigen Lenkräder. Deswegen braucht man auch diese Handschuhe, damit man ein bisschen Grip hat. Das Irischgrün ist eines meiner Lieblingsfarben. Die sportliche Form. Die vorderen Lampen abgehoben und eine flache Schnauze, das ist geblieben. Und das ist ja auch das Grundelement beim Elfer. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht ständig die Autos total verändert. Wenn man die Modellpalette und die Entwicklung der neuen Elfer sieht, dann wird zwar immer was geändert, viel auch unsichtbar, aber die Form vom Grund her bleibt die Form so, wie sie war. Thank you, Mr. Porsche. We're in love with your beautiful cars. An outstanding selection. This was the second season of the Porsche Top 5. Let us know in the comments if you have any ideas for upcoming episodes. We'll be back with the third season very soon.